Nochmal, die Aufzeichnung wird nicht auf Facebook gepostet, sondern die wird nur für interne Zwecke benutzt. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt hiermit mal recorded. Ich darf vorstellen, erstmal mich selbst. Ich bin Frank Garrels. Die meisten kennen mich. Ich bin hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. In Amerika sagt man Head of Public Image in dem Distrikt. Und neben mir, auf jeden Fall auf meinem Bildschirm, sitzt Christian Punke. Das ist der Mann, der hier alles technisch möglich macht. Und dem würde ich jetzt ganz einfach erstmal das Wort erteilen, weil er einige Regularien noch hat, wie wir zum Beispiel Fragen posten können. Christian, ich übergebe mal an dich. Ganz genau, ja. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Punke vom Rotary E-Club hier aus dem Distrikt 1850. Schön, dass ihr alle bei uns seid. Zwei Sachen vorweg. Eins hatte Frank gerade gesagt, wir zeichnen dieses Meeting auf. Also mit der Teilnahme hier und auch zum Zeigen eures Bild seid ihr damit einverstanden. Und zweitens, und das ist schon mal so ein kleiner Vorblick, jetzt mal auf den zweiten Teil des Meetings, wo ich dann präsentiere, möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr gleich, wenn Holger spricht oder Fragen an ihn stellen könnt. Und dafür nutzen wir eine App, die nennt sich Mentimeter. Und das ist relativ einfach. Und zwar, ihr seht jetzt meinen Bildschirm und ihr geht mit dem Rechner oder dem Gerät, was ihr gerade benutzt, oder optimalerweise mit einem Zweitgerät, vielleicht mit einem Mobiltelefon, geht ihr auf www.menti.com. Und dann werdet ihr, dann ist da nur ein kleines Feld, da werdet ihr gefragt oder gebeten, einen Code einzugeben. Da gebt ihr diesen Code ein, 961759. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann kommt eine Seite, die sieht bei euch dann ungefähr aus. Da steht dann, es sind noch keine Fragen gestellt. Und da ist dann ein entsprechendes Feld, wo ihr entweder eigene Fragen eintippen könnt, am besten ausformuliert auf Deutsch, oder auch die Fragen von anderen Teilnehmern sehen könnt und denen Punkte geben, also die hochvoten. Und dann können wir dann am Ende die Fragen, die die meisten interessieren, die meisten Votes haben, werden wir dann an Holger stellen. Also nochmal auf www.menti.com und dann den Code 961759. Den poste ich gleich auch nochmal in den Chat. Und zu der Seite hier von meinem Bildschirm kommen wir dann nachher wieder zurück. Dann gebe ich jetzt erstmal wieder zurück an Frank. Okay, vielen Dank. Ja, wenn das mit dem menti.com nicht hinhaut, haben wir uns überlegt, dann könnt ihr bitte schön auch auf dem Chat die Fragen stellen. Wir werden den ständig beobachten. Der ist hier unten an dem Bildschirm, da kann man dann auch was reinschreiben. Das geht dann etwas einfacher für diejenigen, die jetzt also diesen Umweg nicht gehen wollen, denn es Aber ist. Präferenz wäre Menti, bitte. Wenn es nur, Referenz wenn es wäre nicht klappt. Menti, nur ich möchte darauf hinweisen, weil manche beherrschen es jetzt nicht so, dass sie dann mit zwei Geräten da irgendwo denn das machen. Und darum sollten wir diese Möglichkeit offen halten. Gut, ja, dann begrüße ich jetzt ganz herzlich mittlerweile 114 Teilnehmer an unserer ersten Distriktveranstaltung, die wir unter dem Motto Online-Seminare jeden Monat ab sofort laufen lassen. Und ich bin ganz stolz und froh, dass ich natürlich in der Reihenfolge zuerst mal unseren Weltpräsidenten Holger Knaack hier das erste Mal in seiner Funktion selbst persönlich begrüßen kann. Herzlich willkommen, Holger, und danke, dass du dabei bist. Und sich rein. Und weiterhin begrüße ich, und das finde ich auch ganz toll, ich bin ja hier zu Gast auf Mallorca sozusagen gestrandet und ich habe auch einige Mitglieder aus dem Rotary Club Mallorca, also Calvia auf Mallorca, die mir also gesagt haben, wenn du da schon eine Ansprache hältst, sag den Leuten bitte, wir tagen jeden Montag im Hotel Bendinat ab 14 Uhr und es gibt ganz tolles Essen, ganz nette Gesellschaft. Wenn ihr auf Mallorca seid, kommt hier vorbei. Saskia, ich sehe dich gerade auf meinem Schirm. Wahrscheinlich sind noch ein paar mehr dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Saskia. Ja, danke. Ja. Hallo Maja. Es sind übrigens ganz witzige Verknüpfungen. Also der Club Calvia ist wiederum mit dem Club Uelzen-Cofferden verbandelt, weil Calvia hat zu dem Musikfest von Cofferden Orchester hingeschickt, von Mallorca dahin, ein Jazzkonzert in der Kirche veranstaltet vor 3 Jahren. Also da ist eine ganz enge Verknüpfung da. Und das ist natürlich, auf der einen Seite war das eben das Motto des letzten Jahres, was gut getroffen war. Und Möglichkeiten eröffnen wir damit auch. Und
was diese Möglichkeiten jetzt insgesamt bedeuten und was wir damit hier im Distrikt 1850 erreichen wollen, das wird uns jetzt sicherlich die Maja Ritterfeld erzählen. Ich habe ja gesagt, ich nenne dich jetzt ab sofort DJ Maja, ja, weil das einprägsam ist und mittlerweile bist du in Deutschland bekannt unter diesem Namen. Und jetzt übergebe ich an dich und freue mich auf deinen Kommentar und auf dein Interview mit Holger. Ja, liebe rotarische Freunde und Freundinnen, liebe rotarische Familie. Zu Saskia noch ganz kurz. Sie wohnte in Uelsen und daher haben wir auch noch eine ganz besondere Verbindung. Also es ist nicht nur der Club, der mit uns zusammenarbeitet, sondern wir wohnen auch noch oder wohnten in demselben Ort. Das verbindet. Richtig, ja, mein Geburtsort. Ja, genau. Ich freue mich sehr, dass heute Abend so viele dabei sind bei diesem Online-Seminar, das erste von dem Distrikt 1850. In Corona-Zeiten ist es leider nicht möglich, größere Veranstaltungen zu machen, also Seminare vor Ort wäre ein Problem. Und daher sind wir ganz froh, dass wir mit diesen neuen Medien Möglichkeiten eröffnet bekommen haben, ganz nach dem Jahresmotto von Rotary übrigens, dass wir uns treffen können, dass wir mehr über Rotary erfahren können und dass wir unsere Fragen stellen können. Bei den Online-Seminaren folgen wir den Monatsthemen von Rotary International und im Juli ist es das Thema Leadership. Ja, da braucht man nicht lange überlegen, wen man dann einlädt. Das ist natürlich der Leader von Rotary International, der erste Deutsche in diesem Amt, nämlich Holger Knack. Herzlich willkommen, Holger, auch von mir. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass es diese Möglichkeit ohne die Krise wohl nicht gegeben hätte. Also ohne Corona hätten wir Holger hier nicht gehabt. Der wäre sicherlich irgendwo auf der Welt unterwegs gewesen und nicht in Ratzeburg, wo er zu Hause ist, oder oft bei seinem Club Herzogtum Lauenburg-Mölln. Ich freue mich umso sehr, dich heute in unsere Mitte zu haben, lieber Holger. Und ja, die erste Frage an dich ist, wie geht es so? Und die zweite wäre, wie meisterst du diese Aufgabe, die ja auch für dich so total anders geworden ist, als du sie vorher geplant hast? Danke, Maja. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe ja aufgebaut gehabt, die tollen Türen, die, glaube ich, von euch kommen, Maja. Ja. Die haben wir heute wieder eingepackt, weil ich nämlich von meinem Club in der letzten Woche auch drei Türen bekommen habe. Die haben wir in den Garten gestellt. Also du musst mir jetzt nur sagen, wo ich diese Türen hinschicken soll, wo sie das nächste Mal irgendwie benutzt werden können. Die sind toll, die sind übrigens extrem super. Ich habe so ein paar Aufnahmen vor den Türen gemacht, ein paar Videos gedreht davor. Also danke, dass ich bei euch sein darf. Ja, ihr seht ja, mir geht's gut. Ich bin hier zu Hause. Ich glaube, das ist der beste Platz, wo man im Moment sein kann. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht in den USA bin. Dort würde ich in meiner wirklich hübschen und schönen Wohnung mit so einem Teilblick auf den Lake Michigan zwar sitzen, aber bei uns nebenan im Office arbeiten bis auf 100 Leute, die jetzt seit einer Woche wieder da sind, alle zu Hause. Und ja, da läuft man so ein bisschen alleine rum. Also alles, was ich machen muss, kann ich im Moment von hier machen, aus Ratzeburg, aus meinem kleinen Kabuff hier, wo ich immer rein kann, ohne dass ich jemanden störe. Eigentlich hätte ich jetzt gerade in Peru sein sollen, ja, weil wir dort morgen 100 Jahre Rotary Club Lima feiern wollten und dieses ganze Wochenende. Okay, nun bin ich in Ratzeburg, aber mir geht's gut hier. Ja, die zweite Frage war ja noch, wie meisterst du das jetzt, diese Aufgabe? Das ist ja alles so anders. Wie hast du dich, ich habe gerade, da warst du noch nicht drin, gesagt, dass als Corona anfing, ich so ein paar Wochen richtig gelähmt war und einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Ich hatte keinen Plan und irgendwann kam das dann, aber das hat wirklich gedauert. Wie war das bei dir? Ja, wir waren in den USA bei dieser großen Rundreise, die Multidistrict Pets Präsident-Elect Training-Seminare mit bis zu 600 Präsidenten auf einer Veranstaltung dort. Und die hatten wir abgebrochen und dann, wie gesagt, dann nach Hause. Ja, man überlegt so, geht es überhaupt weiter, geht es nicht weiter? Ich glaube, wahrscheinlich bin ich der erste Präsident mit den wenigsten Reisen. Das sehe ich schon mal kommen. Na klar, normalerweise würde ich sagen, wer weiß, wie oft um die Welt fliegen und wird 1000 tolle Sachen erleben. Doch, ja. Aber ich glaube, Maja, ich glaube, mit dem, was ich jetzt mache, erreiche ich viel mehr rotarische Freunde, als wenn ich reisen würde. Also
Klar, es ist auf der einen Seite schade, aber hey, wir sind gesund. Uns geht es hier gut in Deutschland. Wir haben das echt gut gemeistert, wenn ich sehe, was im Moment im Süden der Vereinigten Staaten angeht. Also passiert. Hey, fröhlich in die Zukunft gucken. Genau. Ja, ich würde dich bitten, uns deine Jahresziele mal vorzustellen. Das hast du ja in San Diego uns allen so deutlich gemacht und uns auch darüber zu informieren, warum du gerade diese Ziele ausgewählt hast und was sie für uns bedeuten. Danach, also wenn Holger das erzählt hat, übernimmt Frank Garrels wieder und macht die Moderation weiter. Und dann kommen auch die Fragen, die die Teilnehmer jetzt an dich haben. Bitte, Holger. Ja, herzlichen Dank. Aber bevor ich irgendwas sage, möchte ich nochmal Friedrich Neddermeyer begrüßen. Den habe ich nämlich hier gesehen. Und ich möchte mal hier einfach ganz, auch ganz laut sagen, wenn Friedrich mich damals als ich noch Governor war und wir uns im Governorrat erstmalig getroffen hatten, wenn Friedrich mich nicht gefragt hätte, ob ich sein Nachfolger werden würde und damit überhaupt in diese Internationalität von Rotary reingekommen wäre, ich glaube, ich würde heute hier nicht, definitiv hier nicht als Präsident sein. Das war wirklich der Start, diesen Jugenddienst in Deutschland zu leiten. Nochmal herzlichen Dank, Friedrich, dafür. Du hast auch nicht gewusst, was daraus entstehen könnte, aber das hat keiner damals. Ja, zu den Zielen. Es gibt natürlich einen strategischen Plan bei Rotary, den kennt ihr hoffentlich alle. Und dem muss sich jeder unterordnen. Und bevor man dann Präsident wird, muss man schon mal sagen, dass man sich natürlich an diesen Plan hält. Da gibt es eine ganze Reihe von Zielen. Das sind 12 Einzelziele, will ich jetzt eigentlich gar nicht alle sagen. Die wichtigsten einfach nur vorweg. Es gibt zwei primäre Ziele bei Rotary. Das eine ist Grow Rotary. Wir wollen Rotary wachsen. Wir müssen wachsen. Wir sind eine Mitgliederorganisation. Und das zweite ist Ending End Polio Now. Also wir haben zwei primäre Ziele. Ein internes Ziel, ein externes Ziel. Polio ist keine Frage, brauche ich gar nicht lange darüber zu reden. Es ist natürlich klar, dass wir im Moment nicht impfen können. Alles wurde gestoppt. Wir können in Zeiten von Corona nicht von Haus zu Haus gehen. Aber es geht natürlich weiter. Die ganzen Mitarbeiter weltweit müssen weiter bezahlt werden. Deshalb auch immer die Bitte an alle, bleibt bei uns mit euren Spenden. Aber ich sag mal, wenn es ein Vakzin geben sollte gegen Corona oder gegen Covid-19, dann sind wir ganz weit vorne. Denn nur weil Rotary mal vor 40 Jahren diese Initiative angefangen hat, gibt es die Struktur überall in Afrika, überall in Südostasien. Wir können sofort anfangen, über die ganzen Polio-Schienen Menschen dort zu impfen, dort, wo es auch schwierig ist. Also das zu Polio. Also bitte bleibt bei uns bei Polio. Das andere, Growing Rotary, heißt also Rotary auf allen Ebenen wachsen zu lassen. Das heißt natürlich speziell Mitglieder. Und das sieht überall anders aus. Das ist bei uns anders als in anderen Teilen der Welt. Ich fange mal mit dem Negativen an. Wir haben jedes Jahr einen Zuwachs von 150.000 neuen Mitgliedern. Aber wir verlieren auch 150.000. Deshalb sitzen wir seit ungefähr 20 Jahren auf 1,2 Millionen Mitgliedern. Der Hauptgrund ist, dass die Leute unzufrieden sind, Rotary verlassen. Das betrifft uns nicht so sehr hier in Deutschland. Deshalb, ich gebe uns immer als Beispiel und sage, hey, so wie wir das machen, sind wir, glaube ich, ganz erfolgreich, was unsere Clubs angeht. Und macht das doch mal genauso wie wir. Sucht euch eure Leute vernünftig aus, so, dass sie zum Club passen. Wir können natürlich, und das wissen wir, mit neuen Clubs wachsen. Deshalb meine Bitte an alle hier, Clubpräsidenten, Governor natürlich, Maya, seid ein bisschen mutig. Ich weiß, dass das für viele bestehende Clubs ein rotes Tuch ist, wenn dort neue Clubs in der Gegend entstehen. Aber so ein gewisser Wettbewerb ist immer heilsam für alle. Und ich glaube ganz sicher, dass wir mit neuen Clubs auch ganz andere Freunde ansprechen können. Jüngere, aktivere. Und das hilft allen Clubs. Also wir wissen ganz sicher, dass wir mit neuen, auch anderen Clubmodellen, die einfach anders sind als die bestehenden. Und in Christian Punkes Club ist es ja ein gutes Beispiel dafür, wie erfolgreich ein E-Club sein kann oder ein Hybrid-Club. Also bitte an alle, das ist nichts Schlimmes. Und es gibt im Übrigen
kein Einspruchsrecht für bestehende Clubs. Nee, wir wollen wachsen. Und mein Ansatz ist immer, wenn unsere Großväter schon auf die Idee gekommen wären, dass wir nicht weiter wachsen sollen, dann wird es die meisten von uns, die hier jetzt gerade mit dabei sind, gar nicht als rotarische Freunde geben. Also wir wollen wachsen und wir können damit wachsen. Wenn mich jemand nach meinen Wünschen fragt, was ich mir wünsche nach diesem Jahr, und das ist natürlich auch eines unserer Ziele, ist natürlich, ich wünsche mir viel mehr Frauen in den Clubs. Ich wünsche mir viel mehr junge Mitglieder unter 40 in unseren Rotary Clubs und viel mehr Rotarakter. Und alles geht, alles sind erfolgreiche Modelle. Also wieder meine Bitte an euch alle, junge Mitglieder, und da kann man auch ruhig mal was wagen. Ich weiß von vielen älteren Clubs, die haben sich schon so oft vertan, wenn sie mal so eine Berühmtheit aus der Stadt, einen besonders wichtigen Menschen eingeladen haben, Clubmitglied zu werden. Der oder die ist dann nie gekommen. Da hat man sich vertan. Man kann sich ja auch mal mit ganz jungen Leuten vertun. Und meistens tut man das gar nicht. Also meine Bitte, wir wollen mit jungen Mitgliedern wachsen, mit viel mehr Frauen und natürlich Rotarakter, weil Rotarakter sind wie wir. Die sind da und die warten nur darauf, dass wir sie einladen in die Clubs. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Anmerkung, warum das so sein muss. Natürlich, ich finde es toll und ich liebe es, mit Rotarakteren zusammenzuarbeiten, mit jungen Leuten. Aber mein Negativbeispiel ist immer England. Und England ist uns so 10 Jahre voraus. Das Durchschnittsalter in England ist heute 75 Jahre in den Rotary Clubs. Das Durchschnittsalter. Stellt euch das mal vor, wie so ein Club aussieht und wie kann der noch attraktiv für jüngere Mitglieder sein? Und deshalb sind wir sollten schon gewarnt sein. Denn bei uns ist es so 65, so 10 Jahre hinten. Also wir haben alle Möglichkeiten noch. Danke, Maja. Ich hatte gerade, du sagtest, es gibt auch ganz andere Clubmodelle. Mitgliedschaft und Clubmodelle ist ja nächsten Monat das Thema. Kannst du vielleicht mal über verschiedene Clubmodelle kurz was sagen, was da so angeboten wird oder was als Beispiele so genannt wird bei Rotary International? Ja, wir haben ja bisher diese berühmten E-Clubs, die meine Frau hat selbst angegründet, deshalb bin ich da relativ gut drauf auf diesen Sachen. Eigentlich gibt es das heute gar nicht mehr, weil wir das ja alles hier machen. Also das ist ja nicht mal was Besonderes heute, weil wir alle lernen, damit umzugehen. Und übrigens meine Bitte an alle hier, auch wenn wir uns wieder immer treffen können zu unseren Meetings wöchentlich, behaltet das. Es gibt so viele irre Vorteile hier. Ich sage mal, nicht weil ich mich jetzt hochheben möchte, aber den RI-Präsidenten mal zu haben, wäre so ziemlich ausgeschlossen. Und auch im Club, ich bin morgen in der Frankfurter Ecke dort, wo sich 8 Clubs zusammengetan haben. Das wird sonst nicht möglich sein. Es gibt so viele tolle Sprecher weltweit, auch auf Fachgebieten, die man einladen kann. Und lasst uns das behalten. Ich glaube, das ist wirklich ein irrer Fortschritt bei Rotary, der ohne Corona, wie du schon gesagt hattest, nie passiert wäre. Also E-Clubs in allen möglichen Ausstattungen, mit als Hybrid-Club oder diese virtuelle Komponente kann man wie auch immer einspielen und dadurch haben wir ganz, ganz viele verschiedene Modelle mit einmal. Es gibt in Berlin neue Clubs, die sich ja zum Teil nur 14-tägig treffen, zum Teil nur in Bars. Es gibt einen Club, der nur After-Work-Meetings macht und dann gibt es einen Drink und dann gibt es dazu nur Salzstangen und das kostet dann pauschal 10 Euro und das ist top. Man kommuniziert, man bespricht neue Projekte. Das funktioniert hervorragend. Es gibt ja, auch die ganzen Spielwiesen, ob jetzt ein Breakfast-Meeting oder zweimal im Monat nur zu Projekten sich treffend. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile keine Ideen, die man nicht einbringen könnte. Passport-Clubs ist so eine neue Idee, die auch in Deutschland jetzt immer attraktiver wird. Das ist ein Club, der hat gar kein festes Clublokal. Die treffen sich in der Regel nur für zu Projekten, um an Projekten zu arbeiten, dort wirklich richtig aktiv zu sein. Und ansonsten treffen sich virtuell natürlich oder eben bei
anderen Clubs. Ich kenne so einige Clubs jetzt in Amerika, die haben so ein bisschen die Nase gerümpft dann, waren aber dann ganz, ganz überrascht, was für eine tollen Leute mit einmal in ihrem Club aufschlugen und wirklich mal auch diesen bestehenden Club richtig vorangebracht haben. Also ja, es gibt fast endlose Möglichkeiten hier. Klasse. Du hattest in San Diego auch noch erzählt, dass du eigentlich die Clubs einladen möchtest, einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, über ihre Ziele zu sprechen. Also du hattest da so gesagt, 2025. Ich habe die Clubs auch ermutigt, so einen Plan zu machen. Wir als Distrikt haben einen Aktionsplan 2025 gemacht. Kannst du noch mal verdeutlichen, warum das wichtig ist? Ja, das natürlich. Jeder Club ist autonom und hat sich natürlich den grundsätzlichen Spielregeln von Rotary International zu unterwerfen, hört sich blöde an, dort als Regel zu geben. Aber sonst, wie er das macht, und das kann jeder Club für sich entscheiden. Und deshalb ist die einzige Möglichkeit hier, ist doch, die Clubs zu bitten, denkt mal über eure Zukunft nach. Denkt mal nach, wenn ihr eure Aufnahmepolitik nicht ändert, wo ihr in 5 oder in 10 Jahren seid, wenn ihr vielleicht so weitermacht wie bisher. Das ist so meine Bitte dabei. Und ich setze dabei total auf Clubs, weil wenn man das ehrlich betreibt, so ein strategisches Meeting und sich mal wirklich überlegt, wo ist der Club in ein paar Jahren, dann wird man, glaube ich, auch hellhörig und weiß, dass man was ändern muss. Also wer hat das immer noch mal so nett gesagt? Druck hilft nie was, also die Leute mitziehen. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, jemand aus eurem Distrikt. Aber ist egal. Aber das ist richtig. Die Clubs sind doch toll und die diskutieren auch gerne. Also diskutiert doch einfach mal bitte, wie es weitergehen soll im Club und wo der richtige Weg ist. Weil jeder Club hat irgendwie einen anderen Weg. Und das ist doch toll bei Rotary. Es gibt kein Club wie der andere. Und jeder Club entscheidet für sich, wie er seine Zukunft gestalten möchte. Und hoffentlich, so wie ich es am Anfang vorgeschlagen habe, wirklich einfach mit Fokus auf mehr jüngeren und weiblichen Mitgliedern. Also das Ziel ist für uns alle eigentlich klar und der Weg dahin, den bestimmen wir selbst. Aber das ist nicht alle. Ja, danke. Ich würde jetzt einfach die Teilnehmer an diesem Seminar bitten, ihre Fragen zu stellen. Frank, kann ich zu dir rüberleiten jetzt? So, jetzt bin ich wieder mit meinem Mikrofon online. Natürlich, ja. Gerne. Ja, ich übernehme gerne und habe auch eben schon mit Christian abgestimmt. Ich habe hier mein zweites Device und da sind die Fragen auch sortiert nach der Wichtigkeit. Ach, das kommt jetzt auch gerade auf dem Bildschirm. Das ist ja wunderbar. Ich wollte noch mal einen kurz bestätigen, Holger. Der E-Club 1850 hat das erste Meeting des Rotary Club Kuala Lumpur technisch betreut und die Leute geschult. Und ich habe den ersten Mastervortrag in diesem Club gehalten. Das war eine ganz tolle Geschichte mit 96 Teilnehmern. Es war einfach genau das, was du eben gesagt hast. Und in der Zeit sind also einige Rotarier hier aus Deutschland also wirklich durch die ganze Welt gewandert. Und es war wirklich toll und es ist weiter toll. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage: Mann, ich habe die gestellt und die ist ganz oben. Wie nutzt du als erster deutscher RI-Präsident deine Funktion, um Rotary in Deutschland bekannt und populär zu machen? Ich denke daran, dass wir jetzt die einmalige Chance haben, in den Medien Rotary so darzustellen, wie wir Rotary dargestellt haben wollen, weil du bist der erste und einzige deutsche Präsident von Rotary. Ja, wir haben, Birgit Weichmann ist unter uns. Wir haben also das auch im Team, auch mit dem Verlag und mit allen hier, die sonst deutschlandweit unterwegs sind, diskutiert. Ja, wir haben eine extra Anlaufstelle eingerichtet und Birgit ist die Koordinatorin, die PA-Frau, die hier das gemeinsam mit dem APIC, mit Nadine Duisberg macht. Und ja, und wir sind ganz erfolgreich, Birgit. Wir haben also, ich mache fast jeden Tag Interviews. Gut, es hätte noch Erfolg, aber wir warten jetzt ab. Wir haben das also in die Medienwelt rausgebracht. Und jetzt hoffen wir und warten wir, was kommt. Ich bin in der Tat ja ein bisschen anders als die meisten anderen Präsidenten. Einige haben mich auch schon wissen lassen, dass ich nicht presidential genügend aussehe. Aber
ich sag mal, das sind jetzt noch 11,5 Monate, da bleibe ich mal so wie immer und anschließend kehre ich sowieso zurück ins Glied. Aber mal gucken, was wir jetzt PA-mäßig erreichen können. Ich glaube, wir haben an allen Rädern gedreht, an denen wir drehen können. Und ja, wir sind guter Hoffnung hier. Gut, vielen Dank. Ja, wenn man das erste Rotaria-Magazin aus Amerika sieht, dann seid ihr beiden da schön in eurem deutschen Hintergrund abgebildet und es ist ein leuchtendes Bild von dir auf der ersten Seite mit den Worten des Präsidenten. Und in der Tat, ich kriege dieses Rotaria-Magazin tatsächlich regelmäßig und es hat sich schon was verändert, doch, muss ich wirklich sagen. Nächste Frage, wie können auch jüngere berufstätige Rotarier dazu motiviert werden, das Governoramt auszuüben? Wie kann das Amt besser mit der Berufstätigkeit vereinbart werden? Der die gestellt hat, die Frage, will er noch etwas erläutern dazu? Dann möge er sprechen. Gut, dann ist die Frage jetzt gestellt. Dankeschön, das ist eine einfache Frage. Das hat natürlich was mit Zeit und nichts anderes als mit Zeit zu tun. Unser Problem hier in Deutschland ist, dass wir sehr große Distrikte haben. Jetzt mein Distrikt 1940 hatte 96 Rotary Clubs. Du kannst eigentlich keine 96 Rotary Clubs besuchen und dabei voll arbeiten. Es gibt in Amerika eine ganze Reihe von Distrikten, die haben 39, 43 Rotary Clubs. Da geht das schon. Also im Moment kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr noch berufstätig seid und Governor werden wollt, dann gibt es so ein paar Sachen, die man regeln kann. Zum Beispiel die Clubs zu bitten, immer 2 oder vielleicht 3 Clubs sich zusammenzutun. So dass man in die Zahl von 96 oder bei euch sind es irgendwas in den 70ern, glaube ich, dann einfach reduziert auf die Hälfte und vielleicht noch weiter runter. Und ob ich jetzt meine Governor-Rede vor 25 Leuten oder vor 50 halte, ist ja wurscht. Wenn man dann vor dem Meeting ein Meeting mit dem einen Club macht, ein Vorstandsmeeting und nach dem großen Meeting ein Vorstandstreffen mit dem anderen Club macht, dann wird man auch jedem gerecht. Also es gibt so ein paar Sachen, wie man das machen kann. Aber wir überlegen gerade, Rotary-weit die Gesamtstruktur zu ändern. Das wird nicht von heute auf morgen sein, aber es sind wirklich mal ganz ernsthafte Gedanken, hier etwas zu ändern. Ich bin total, ich unterstütze das total, weil es ein bisschen mehr in Richtung Regionalität bei Rotary geht. So viele Sachen, wie ich schon sagte, machen wir in Deutschland, Schweiz, Österreich ganz anders als andere. Und warum soll man das nicht verstärken und mehr darauf aufbauen und dann lieber auch Regionalität in Indien befürworten, in China oder eben in den Vereinigten Staaten. Und dann mehr so eine Art, wie ein Governorrat, der also größere Strukturen übersieht, um dann den Governors vielleicht weniger Distrikte zu geben und mehr Verantwortung auf diese regionale Ebene zu bringen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen im Moment, um eben es wirklich möglich zu machen, dass junge Berufstätige, überhaupt Berufstätige, das Governoramt ausführen können. Okay, vielen Dank. Ich guckte gerade hier in den Chat rein, da sind auch noch 2 Fragen drin, die kommen dann später. Welche Rolle spielt Rotex für Sie im Jugenddienst, aber auch für Rotary im Allgemeinen? Und wie möchten Sie Rotex weltweit stärker in die Arbeit des Jugenddienstes integrieren? Und darf man du zum Präsidenten der Welt Rotary sagen? Also ich sag mal, Frank, wir beide duzen uns sowieso schon länger. Ich weiß gar nicht, wie lange, 10 Jahre? Ja, wir kennen uns schon länger. Bei Rotarak, dann sage ich das grundsätzlich. Wenn man international unterwegs ist, gerade mit Deutschen und dann Englisch sprechenden zusammensteht, dann weiß man gar nicht, bei dem einen muss man sie sagen, denn wenn man in Englisch, gibt es das ja Gott sei Dank nicht. Also ich sage sowieso immer du. Und manche gucken ganz komisch, aber das ist schwierig, dann sich da immer wieder umzustellen. Zu Rotarak dann sowieso, da erwarte ich auch in jedem Fall, dass eben so auch ja, gehandelt wird. Ja, ist doch klar. Ja, jetzt Rotex. Ja, Rotex, ja gut, das ist jetzt fast eine Frage, die Heimspiel. Ja, ist natürlich jetzt mehr für den Jugenddienstbeauftragten oder vom Rotary Jugenddienst Deutschland, aber gut, ich kann das ja auch noch beantworten. Na klar, hilft Rotex in 2 Gründe. Zum einen sind sie natürlich echt engagiert in der Ausbildung, im Training von den Outbounds, gar keine Frage. Ich glaube, viele Distrikte würden überhaupt nichts mehr leisten können, wenn sie Rotex nicht
als Stütze hinter sich hätten, wenn es um auch gerade die Übernachtung geht, wenn es um das Training der Austauschschüler geht, die jetzt rausgehen im nächsten Jahr. Das ist das eine. Das zweite ist, hey, das ist für mich eine Alumni-Organisation. Das sind ehemalige Programmteilnehmer, die natürlich auch sich zusammen schließen als Organisation, und nichts kann besser sein als das, weil sie ihr Interesse an Rotary zeigen, und da hoffen wir immer, dass sie lange bei uns bleiben. Stärker in die Arbeit des Jugenddienstes, ja gut, das ist von Distrikt zu Distrikt unterschiedlich. Ich kann immer bloß allen raten, arbeitet mit den jungen Leuten zusammen, das ist spannend, das ist unglaublich effektiv, und ich selber habe immer gespürt, wenn ich mit Rotexern oder mit Rotaraktern zusammenarbeite, habe ich immer eine Menge Druck gespürt, weil die schneller sind in ihrer Entscheidung, übrigens auch im Abarbeiten von Themen, als wir das sind. Man wird so im Alter so ein klein bisschen behäbig, und da kriegt man wirklich so, man spürt den Druck. Übrigens, Rotex kämpft ja seit langem darum, anerkannt zu sein von Rotary International. Seitdem alle Alumni Official Alumni sind, also offizielle Alumni von Rotary und nicht nur die der Rotary Foundation, besteht kein echter Grund mehr dazu, weil alle sind offiziell, und wenn sie eine Organisation wie Rotex bilden, dann sind sie auch als anerkannte Alumni Association, ist ja der Überbegriff, also funktioniert genauso. Damit haben wir die zweite Frage auch schon beantwortet. Gut. Bei uns gibt es die Diskussion um neue Mitglieder, und zwar, ob man nur Führungskräfte oder auch andere aufnehmen sollte. Ja, die anderen. Ja, wunderbar. Ich liebe diese Frage. Das ist wirklich für mich so ein Schlüsselerlebnis in Rotary. Maja hat das vorhin gesagt. Ich habe die Clubser gebeten, immer wieder, guckt nach Leuten, die zu eurem Club passen. Für mich ist so, das Beispiel gibt es in Oldenburg, das gibt es bei euch auch ganz sicher in Bremen, also ich sage mal Berlin. Es gibt die alten, wirklich uralten, wichtigen Clubs in Berlin, die auch immer, wo es einen Wettbewerb gibt, wenn ein neuer Botschafter in die Stadt kommt, so, weil die sie den alle haben möchten. Das sind Clubs, die sind aus wirklich mal Top-Führungskräften. Und wenn ich dann sage, such die Clubleute aus, die dazu passen, suchen die Führungskräfte. Und nicht nur Führungskräfte, sondern die suchen nach Top-Führungskräften. Das ist okay. So neuere Clubs wie der Checkpoint Charlie oder Rotary International, die suchen auch nach Führungskräften, aber andere. Und insofern gibt es gar keine pauschale Aussage. Jeder Club sucht nach den Kräften, die zu dem Club passen. Führungskräfte würde ich immer so versuchen zu definieren, Freunde mit Führungsverantwortung, wo man dann eben sehen muss, welche Führungsverantwortung meinen Sie. Für den alten Berliner Club, für den alten Bremer Club sieht das sicherlich anders aus, als wenn ich jetzt Christians E-Club hier sehe. Die gucken nach anderen Leuten. Aber, wie gesagt, eigentlich mit Führungsverantwortung. Und wenn man im Rotary Club ist und dort ein Amt übernimmt, hat man übrigens schon eine Führungsverantwortung. Also das hilft auch weiter. Und wenn man bei Rotaract gewesen ist, hat man das alle Male gelernt, Führungsverantwortung zu übernehmen. Okay. Nächste Frage. Hallo Holger, wie stehst du zu deiner damaligen Aussage vom Frühjahr, keine physischen Meetings in diesem Jahr durchzuführen? Wir haben, das ist keine Aussage von mir, das war primär eine Aussage des Board of Directors, wo wir gesagt haben, wir empfehlen, dabei bleibt es auch, keine physischen Meetings zu machen. Nun gibt es an diesem Wochenende ein Treffen der Incoming Governors, und das wird physisch sein. Das ist sehr gut vorbereitet in Konstanz. Die Empfehlung bleibt, wer nicht kommen möchte, soll es auch bitte nicht machen, soll bitte aus Vorsichtsgründen zu Hause bleiben. Wer das möchte, immer unter diesen vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen, Hygienebestimmungen, wie immer das Social Distance, finde ich übrigens blöde, Physical Distance hört sich immer besser an als das. Warum nicht? Es wusste auch im Frühjahr gar keiner, wo der Zug hingeht und wie die Gefährdung bei uns sein würde.
Ich glaube, wir können uns heute hier nicht mit Florida vergleichen, wo es bestimmt, wo es übrigens erlaubt ist, aber wo es Schwachsinn wäre, sage ich mal, dort zu einem Meeting zu gehen. Hier bei uns in Schleswig-Holstein im Moment gibt es, ich glaube, 2 neue Fälle im ganzen Land. Ich sage mit der nötigen Vorsicht, mit Masken tragen, alles, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, sehe ich eigentlich kein Problem darin. Sonst würde ich es auch nicht machen. Okay, vielen Dank. Provokante Frage. Warum gibt es eigentlich noch Innerwil als eigenständige Frauen-Service-Club-Organisation? Gab es bereits ein Angebot von Rotary Innerwil in Rotary zu integrieren? Dazu sage ich einfach mal, um die Provokation weiterzutreiben, es hat auch noch kein Angebot an Lions gegeben, die zu integrieren. Gut. Aber ganz die Frage gestellt hat, möchte der noch eine Zusatzfrage oder Kommentar dazu abgeben? Aber ich führe das einfach noch einmal weiter aus. Es gibt keine direkte Verbindung international zwischen Rotary und Innerwil. Aber das hat gar nichts zu sagen, weil es gibt so enge Verbindungen in Kommunen, in so vielen Orten, wo die Clubs eng zusammenarbeiten. Und wir selber, mein eigener Club arbeitet eng mit dem Innerwil-Club hier Herzogtum Naumburg zusammen. Also ist es für mich einfach gar keine Frage. Wir sind zusammengehörig, nicht offiziell, aber wir sind so erfolgreich in unserer Zusammenarbeit auf lokaler Ebene. Warum soll man dagegen irgendwas sagen? Also das ist für mich ist das überhaupt keine Frage. Das ist prima. Vielleicht, ja? Maja, bitte? Wir hätten aber dann doch die Frauenquote gleich geklärt. Also wir hätten die 30% so erfüllt. Ja, aber Maja, das ist eine selbstständige Organisation. Ich würde es niemals wagen zu sagen, also was, nee. Das sind... vielleicht, wenn sie zu uns kommen würden, ja, aber weißt du, das ist doch überhaupt kein Thema. Jede Freundin bei Innerwil ist herzlich willkommen, bei uns Mitglied zu werden. Und das ist, muss ja auch der Wille sein, Mitglied bei Rotary zu werden. Also ich glaube, das kann alles wunderbar individuell gelöst werden. Ich habe die Frage zwar nicht gestellt, möchte aber trotzdem was dazu sagen. Wir kennen uns jetzt nicht. Axel Schuller ist mein Name vom RC Bremen Bürgerpark. Ich finde es nicht okay, dass Innerwil als eigenständige Organisation irgendwo nebenher läuft, denn in den beiden Kriegen haben Innerwilerinnen maßgeblich dazu beigetragen, dass die Rotary-Clubs überhaupt am Leben erhalten wurden. Ich bin dafür, dass man da eine Fusion anstrebt und zumindest den Innerwilerinnen anbietet, dass sie mit uns zusammengehen. Frau Schulz, keine Oder. Frage. Es wird in England ist definitiv haben die eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt. Übrigens, der erste Innerwil-Club in Deutschland ist hier bei mir zu Hause in Lübeck gegründet worden. Insofern ist mir das schon alles sehr, sehr, sehr vertraut. Aber Tatsache ist, es sind zwei Vereine, es sind zwei unterschiedliche Vereinigungen, die auch Innerwil nimmt ja auch nicht nur Ehefrauen oder Partnerinnen von Rotariern auf, sondern eben fühlt sich auch als solche Organisation, dem müssen wir auch Rechnung tragen. Also die Nähe ist in jedem Fall gegeben, speziell auch im regionalen Bereich. Und also es sind zwei Organisationen und wir arbeiten eng zusammen. Also ich glaube, es schließt einander überhaupt nicht aus. Gut, wir haben noch jede Menge Fragen. Wir müssen jetzt einfach mal weitergehen. Wir müssen sowieso ein bisschen mehr Tempo in den Galopp reinbringen. Hier ist die nächste Frage. Siebtes Area of Focus, Saving oder Supporting the Environment. Oder wie wir bei uns in unserem Distrikt sagen, End Plastic Soup. Wo ist das verankert? Muss man nicht mehr dazu sagen? Nee, also die Entscheidung ist ja keine 14 Tage alt, dass die Trustees der Rotary Foundation das entschieden haben. Die Direktorin, der Board of Directors, dem sich angeschlossen hat. Das Ganze wird wirksam zum 1.7.2021, weil jetzt muss das Ganze administrativ geklärt werden. Es geht ja nicht nur darum, diese Areas of Focus zu haben. Es geht ja darum, dass Programme entwickelt werden, dass eine Struktur darunter entwickelt wird, die jetzt überhaupt
Aktion möglich macht. Und daran wird jetzt gearbeitet und da lässt man sich ein bisschen Zeit, damit es auch Sinn und Zweck macht, was dort passiert. Okay, danke. Rotary geht gezielt Partnerschaften mit anderen Organisationen ein, beispielsweise Toastmasters, die ja auch in Deutschland aktiv sind. Was sind hier aus deiner Sicht Chancen, aber auch Risiken? Ja, danke für die Frage. Chancen sind natürlich einmal, dass wir unseren Mitgliedern auch etwas bieten können. Toastmaster ist, wie hier wahrscheinlich alle wissen, in freier Rede, im Training der freien Rede aktiv, mit einer großen Anzahl von Mitgliedern. Das Interessante ist, dass die Mitglieder bei den Toastmasters nur für einen bestimmten Zeitraum bleiben, wenn wir ja lebenslange Freunde wollen. Wir haben hier sicherlich auch ein Potenzial, wenn man hier gemeinsam arbeitet, dass Freunde oder Mitglieder von Toastmasters rausgehen und vielleicht dann bei uns Mitglieder werden. Das ist der zweite Vorteil. Risiken, wir haben ein Department in Evanston, die machen Risk Management, die haben das schon abgeklopft, was das für eine Organisation ist, was dort für Mitglieder sind, was deren vielleicht politische Ausrichtung ist. Da gibt es in deren Einschätzung, also unsere eigenen Mitarbeiter, kein großes Risiko. Insofern sehe ich eigentlich für uns nur Vorteile, insbesondere weil wir Public Speaking, Leadership ist eine unserer Core Values. Wir können hier wirklich was für Mitglieder leisten. Okay, vielen Dank. Was sind konkret die Themengebiete, die das Thema Nachhaltigkeit auch weltweit mittelfristig vorantreiben werden? Geht wahrscheinlich auch ein bisschen in diese siebte Area auf Fokus, oder? Ja, ich sag mal so, das ist eine der Kerngebiete der Rotary Foundation. Und wer immer mal einen Global Grant beantragt hat, weiß, dass Nachhaltigkeit eine der Grundvoraussetzungen für die Projekte sind. Und es geht nicht mal darum, nur einen Brunnen zu bauen, sondern der Brunnen muss halten, es muss Maintenance dort gemacht werden, es müssen Leute trainiert werden vor Ort, die den betreiben können, aber auch Leute, die vor Ort die Technik auch über Jahre bedienen können und dafür sorgen können, dass es eben auch noch in 10, 20 Jahren noch funktioniert, dieser Brunnen. Das hat man früher nicht gemacht. Das ist so eine technische Nachhaltigkeit. Gut, Environment ist für sich Nachhaltigkeit, der Schutz der Umwelt hier. Das ist aber wieder ein ganz anderer Level. Okay, nächste. Jugendaustausch. Durch Corona findet in diesem Jahr kein Austausch statt. Wie geht es weiter, wenn es auch im nächsten Jahr keine Impfung geben wird? Gutes Austausch ist erlaubt. Es ist eine lange Diskussion gewesen, ob wir dem zustimmen sollen oder nicht. Short-term schon ab Oktober diesen Jahres. Es gibt Distrikte weltweit, die das dann teilweise mehr im regionalen Bereich machen. Das wäre auch übrigens in Europa zwischen einigen Ländern möglich. Wie es weitergeht, steht definitiv in den Sternen. Wenn wir keinen Impfstoff haben, wenn es keine vernünftige Medizin gibt, wenn die Zahlen weltweit mal hoch, mal runter gehen, wie wir das im Moment sehen, dann wird sicherlich auch der Austausch auf die andere Seite dieser Welt auch im nächsten Jahr in Frage gestellt sein. Wer würde sein Kind schon dorthin schicken, wo es nicht sicher sein würde? Keine Frage, damit müssen wir rechnen. Okay, vielen Dank. Jetzt kommt eine Frage, die Maja sicherlich auch sehr interessiert. Warum kann es immer noch Clubs geben, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen? Ja, auch eine sehr schöne Frage. Ja. Ich sage einfach mal, eigentlich sollte es die nicht geben. Wenn ich so die Entwicklung sehe in meinem eigenen Distrikt, auch in Hamburg, und die Zahl der Clubs, die kleine Frauen aufnehmen, die wird wirklich immer weniger von Jahr zu Jahr. Und für mich regelt sich das von selbst in den nächsten Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort noch irgendwo so großen Widerstand geben könnte. Ich kann es einfach gar nicht glauben, um ganz ehrlich zu sein. Die Frage war aber, warum kann das überhaupt möglich sein? Gibt es da irgendwo, es ist ja in Amerika, ist es gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland ist das nicht, glaube ich, so. Da ist das noch ein bisschen lockerer gehandhabt. Und Rotary International macht aber auch keine
strikte Devise, gib keine strikte Devise raus. Also ja. Es ist ein offenes Feld nach wie vor. Wie ich anfangs sagte, wir setzen wirklich auf das Verständnis der Clubs, auf autonome Clubs, das sind sie nun mal. Und ich glaube, es macht im Moment keinen Sinn, einen Kampf zu führen, der lange dann dauern würde, gegen Clubs in dieser Welt. Hier in Deutschland sind wir im Moment wirklich auf einem guten Weg und die Zahl nimmt monatlich ab, dieser Clubs, die keine Frauen haben. Und ich kann es nochmal wiederholen, meine Bitte an Clubs, hier ein strategisches Meeting zu machen und wirklich zu überlegen, wo man landen möchte. Auch wenn man gerne Top-Führungskräfte haben will, geht kein Weg an Frauen vorbei. Insofern sehe ich das nicht so sehr mit großer Sorge. Ja, und als jemand, der mit vielen Frauen in Clubs gearbeitet hat, schon kann ich sagen, die Frauen wissen auch selbst sich zu behaupten und dafür zu sorgen, dass sie unentbehrlich sind. Das ist bei Rotary nicht anders als in der Welt. Gut, weiter. Nächsten. Wird die Poliofreiheit von Afrika von Rotary irgendwie gewürdigt? Polio, im Übrigen sind jetzt gerade die letzten 4 Staaten poliofrei erklärt worden, einschließlich Nigerias. Afrika als Ganzes ist noch nicht poliofrei erklärt worden von WHO. Wir erwarten das jetzt Ende Juli, Anfang August. Es ist schon geplant in Nigeria eine Feier, die von der WHO ausgeführt wird, am 26. August, wo Rotary eingeladen ist, wo das gefeiert werden soll, übrigens virtuell. Okay, danke schön. Nächste, wir kommen so langsam zum Ende. Werden die Erfahrungen der virtuellen Convention im kommenden Jahr in Hybridform übernommen? Definitiv ja. Definitiv gut. Ja. Wir hatten, und zwar auf ganz, wir haben eine Menge gelernt bei dieser Convention. Es werden definitiv Plenary Sessions virtuell übertragen werden. Es wird Hybrid Breakout Sessions geben. Es wird auch reine virtuelle Breakout Sessions geben. Übrigens werden wir das auch schon bei der nächsten Assembly definitiv erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Governor-Select, wenn überhaupt jemand nach Florida kommen darf, aber definitiv wird es eine ganze Reihe nicht wollen und insofern wird die nächste Assembly definitiv hybrid werden, hoffentlich nicht nur virtuell. Gut, das ist wunderbar. Dann kann ich auch noch die kritische Bemerkung hinterher schieben. Dann wird man in diesem einen Jahr sicherlich auch den Unterschied zwischen einem Videolog und einer tatsächlich virtuellen Veranstaltung kennen. Gibt es bei Rotary International Bestrebungen, die Außendarstellung so anzupassen, dass sich eine vielfältigere Zielgruppe angesprochen fühlt? Bisher wirkt es häufig immer noch recht traditionell. Ja, das ist eine Frage, wie das worüber kommt. Das, was wir hier hören, ist natürlich ein deutsches Rotary, wiedergegeben durch ein deutsches Rotary-Magazin, wiedergegeben durch deutsche Governors. Nicht jeder liest den The Rotarian, wie du das machst, Frank. Insofern wirkt das vielleicht deutsch traditionell. Aber wir haben in Rotary International wirklich mal ganz starke Bestrebungen, das zu ändern und nicht nur wegen dieser Corona-Sache. Wir haben vor einem Jahr ein sogenanntes Diversity, Equity and Inclusion Statement rausgegeben. Maya kennt es ganz sicherlich. Was jetzt absolut aktuell ist, wo in Amerika die Wellen hochschlagen und das sich auf die ganze Welt ausgebreitet hat, das haben wir vor einem Jahr schon gemacht, vor 2 Jahren schon gemacht bei Rotary, dass wir wirklich auf Gleichheit, auf Diversität, Inclusion geachtet haben. Alle zu beteiligen, alle auch auf einer Ebene zu halten. Also das sind Bestrebungen, die im Moment ganz aktuell sind. Und wir werden in der nächsten Woche ein Board-Meeting haben, wo es ausschließlich um diese neue Ansprache, nicht neu, aber um diese Ansprache geht, die im Moment die Welt in einigen Bereichen wirklich in Aufruhr gesetzt hat. Ja. Ich würde gerne sagen, wenn ein Weltpräsident ins Wasser springt mit einem Kopfsprung, dann ist doch das schon weg von traditionell, oder? Das Video bitte. Da muss man das Rotary-Magazin aufmachen.
Das habe ich jetzt leider hier nicht. Okay, gut. Ja. Aber ich glaube schon, also wir wissen alle, die wir jetzt hier mit dir zusammensitzen, wir stehen zu dir und wir wissen, dass du bei Rotary eine ganze Menge bewegen willst und bewegen wirst. Und wir haben auch ein Interview gelesen, wo drin steht, dass es einen 5-Jahres-Plan gibt. Und ich glaube, dass du Mittel und Wege finden würdest, den auch gestalterisch so zu beeinflussen, wie du dir das vorstellst. Und da stehen wir alle hinter dir. Naja, Frank, ich sage mal dazu, ich werde ihn nicht beeinflussen, weil er da ist. Ja, ja. Da geht es darum, dass man wirklich das in Aktion, wirklich mal auch versucht durchzuführen, was dort drin steht. Und ich kann alle nur mal ermutigen, dort mal reinzugucken. Und eigentlich spiegelt es das wieder, was ich am Anfang gesagt hatte. Grow Rotary ist wirklich dort, dass wir wirklich versuchen, Rotary auf allen Ebenen stärker zu machen. Unser Kämpfer gegen Polio, Ilko Huppertz, hat gefragt, was kannst du uns aus Pakistan berichten? Du warst da, ich habe auch ein Foto gesehen. Das kann ich mir vorstellen, dass das spannend ist. Gut, das würde jetzt den Zeitrahmen heute Abend wahrscheinlich sprengen. Ich war mit dem Präsident, mit dem Past-Präsident Ravindran in Pakistan. Wir haben ein Meeting gehabt mit dem Premierminister, mit Imran Khan, was ganz spannend war. Und wir haben ein Meeting, das war eigentlich noch das Wichtigere, mit dem Chief of Army Staff gehabt. Das ist der mächtige Mann in Pakistan. Das ist auch jemand, der den Knopf einer Atombombe hat, wenn man das so nimmt. Der hat sich eine Dreiviertelstunde Zeit gegeben, um mit uns zu diskutieren, sich fast entschuldigt oder gesagt, das ist eine blöde Situation für ihn, wenn Leute aus Deutschland, aus Sri Lanka kommen müssen, um ihn daran zu erinnern, dass sie einen schlechten Job gemacht haben in Pakistan. Aber wir haben im Moment alle Anstrengungen gemacht. Die haben im letzten Dezember, wir waren ja im Anfang Februar dort, haben die in Pakistan 40 Millionen Kinder geimpft. Das muss man sich einfach vorstellen. 40 Millionen Kinder mit 250.000 Polioarbeitern, die wurden eine ganze Reihe von bezahlt war, und mit über 100.000 Soldaten, die dort für Sicherheit gesorgt haben. Das sind enorme, enorme Anstrengungen. Und ich habe diese riesen Lagerhäuser gesehen, Kühlanlagen, wo das Vakzin gekühlt wird, wo es ein Callcenter gibt, nur für Polio mit 50 Plätzen, mit 50 Arbeitsplätzen, weil dort an 2000 Entnahmestellen das Abwasser geprüft wird und die melden wöchentlich dann an dieses Center in Islamabad. Alle diese Einrichtungen sind im Moment gewidmet Corona. Das Callcenter, während ich da war im Februar, die Leute wurden schon trainiert, um auch Antworten zu Corona zu geben. Und ich sagte eingangs ja, diese ganze Struktur wird zum Impfen auch genutzt, sobald ein Vakzin gegen Corona da sein wird. Also es war spannend. Ich glaube, Sie wissen wieder, dass Sie was tun müssen. Aber es ist natürlich nicht so einfach in einem Land, wo die beiden mächtigsten Männer dir sagen, dass es dort lawless areas gibt. Ja. Es ist schon. Aber es ist schon toll, wenn du als Rotary-Weltpräsident tatsächlich jetzt rangehen kannst und selbst in diese Zentren reingehen kannst. Ich habe mich eben mit dem Christian Punke versucht, irgendwo so auszutauschen. Wir haben jetzt ein Zeitlimit erreicht. Wir wollten eigentlich 45 Minuten machen. Das haben wir auch gemacht. Wir danken dir dafür, dass du so ausführlich und vor allen Dingen auch authentisch und frei diese Fragen beantwortet hast. War ganz wunderbar. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal schnell Maja das Wort erteilen, weil du als Governor solltest das letzte Wort zu dieser Runde haben, bevor wir dann mit Christian weitermachen, der sich sicherlich schon Gedanken gemacht hat, wie er sein Zoom-Seminar noch etwas verkürzen kann. Ja, ich möchte Holger auch ganz herzlich danken. Und wenn man hier hinter mir das Zeichen sieht, was unser Distrikt ausmacht, dann machen wir frischen Wind hier. Und ich finde, Holger, den hast du auch gemacht und den machst du immer noch. Wir haben dafür einen kleinen Award und der geht an dich nach Ratzeburg. Herzlichen Dank, dass du da warst. Bleib so, wie du bist und puste frischen Wind in Rotary. Du hast wirklich das Talent dazu. Ich danke dir. Ja, ich danke euch allen, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass mir die Luft nicht ausgehen wird in den nächsten Monaten und tue alles. In jedem Fall habe ich die Möglichkeit, hier besser gesund zu bleiben zu Hause. Denn man schläft wesentlich besser im eigenen Bett. Und
aber man ist auch wesentlich besser als in Flugzeugen. Und, aber wir geben uns Mühe und Susanne ist an meiner Seite. Und ja, ich freue mich auf das Jahr, egal was passiert, auch wenn ich es von zu Hause aus machen muss. Wenn ich ganz am Ende dieses Jahres ein bisschen was erreicht habe für Rotary, dann bin ich wirklich glücklich. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Holger, du bist natürlich herzlich eingeladen, auch noch beim Seminar dabei zu sein, aber ich glaube, er musste ganz schnell weg. Okay, dann übergeben wir jetzt an Christian Punke. Christian ist Mitglied im Rotary Club E-Club auf 1850. Ich bin besonders stolz darauf, dass er jetzt einen Vortrag hält, weil ich in diesem Club auch Ehrenmitglied bin. Und ich übergebe ganz schnell direkt an unseren kompetenten Vortragenden zu dem eigentlichen Seminar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bisher und bleibt bitte dabei. Wir sind immer noch 124. Super. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank, für die Überleitung. Wir haben gesagt, das Seminar geht bis halb. Ich denke, das schaffen wir. Denn das, was ich euch noch zeigen möchte, ist ein bisschen, wie kann man Zoom-Meetings so interessant wie möglich gestalten und vor allem auch interaktiv. Denn wie bei allem geht es bei Zoom, es geht um Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Es ist keine Frontalveranstaltung, kann es auch sein, muss es aber nicht sein. Und dafür habe ich einfach ein ganz paar Tools mitgebracht, die ich euch heute wirklich einmal im Schnelldurchlauf einmal gerne zeigen würde. Und eins dieser Tools habt ihr jetzt schon benutzt, Mentimeter heißt das. Jetzt gerade, falls ihr noch euer Smartphone oder irgendwas in der Hand habt, geht tatsächlich nochmal auf menti.com, tippt nochmal den Code ein und dort könnt ihr jetzt beispielsweise diese Word Cloud, die sich hier jetzt aufbaut, könnt ihr alle live mitgestalten. Das bedeutet, ihr geht nochmal auf die Seite und könnt dort Wörter einfügen und falls Wörter doppelt sind, tauchen die halt größer aus und werden so in einer Wolke angeordnet. Ja, Mentimeter kommt ursprünglich ist eine Konferenzsoftware. Also im Grunde würde ich den Bildschirm, den ich jetzt teile, irgendwo in einer Konferenz groß am Bildschirm machen. Alle Mitglieder zücken ihr Handy oder eine Teilnehmer und arbeiten dann live zu. Ja, so hat man die Möglichkeit, einerseits natürlich Kamera anmachen, hilft immer, aber auch solche Sachen zu sammeln. Wie ihr seht, bei jedem neuen Eintrag, den ihr macht, verändert sich diese Word Cloud. Und ich lasse jetzt einfach noch ganz kurz ein bisschen laufen. Ihr tragt einfach noch weiter ein. Am Ende mache ich einen Screenshot und die schicken wir dann Holger auch noch als Dank hier für sein Meeting, damit er weiß, was wir eigentlich alle hier Holger Knaack für sein Jahr als RI-Präsident wünschen. Und ich sehe schon, Gesundheit, ja, ist schon ein ganz großer Punkt. Sieht man einfach daran, haben mehrere Leute geschrieben, deswegen taucht es hier größer aus. Mentimeter ist grundsätzlich kann erstmal gratis genutzt werden. Man geht auf mentimeter.com, loggt sich dort ein und kann dort zumindest diese Präsentationen mit wenigen Fragen gratis erstellen. Wenn man dann mehr Fragen machen möchte in so eine ganze Präsentation, dann darf man irgendwann auch monatlich oder jährlich einen kleinen Obolus bezahlen. Aber gerade für solche Zwecke wie hier bietet sich die Gratis-Variante absolut, absolut an. Übrigens braucht ihr das Mitschreiben. Es gibt am Ende auch noch ein kleines PDF, wo ich nochmal alle Tools, die ich heute kurz vorstelle, nochmal aufgelistet habe und auch mit Screenshot. Und wie man sieht, Gesundheit und Spaß, Freundschaft, Gelassenheit, Zufriedenheit, das sind so die Wörter, die hier laufen. Und wir sehen, wir haben schon 38 Teilnahmen, kann man da unten sehen, so diese kleine Person, die da ist mit der 39, 41, siehe da, so langsam findet ihr das. Klasse, wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Mentimeter, Punkt 1. Zweitens hat natürlich Zoom selbst, hat auch noch ein paar Bordmittel. Und während die Word Cloud einfach weiter läuft, möchte ich euch zwei davon zeigen. Und zwar, manchmal gibt es ja kurz Abstimmungen zu machen. Natürlich gibt es jetzt so etwas wie SurveyMonkey und habt nicht gesehen, wo man umfassende Umfragen machen kann. Aber auch Zoom bietet die Möglichkeit, ganz schnell Abfragen zu machen. Und das ist ein bisschen der Trick. Jetzt seht ihr kurz mal meinen Browser, springt ihr rein. Man öffnet im Prinzip das Umfragetool und kann dann auf der Seite, ich mache es nochmal zu, wo ihr eure Meetings verwaltet. Da kann man dann unten Umfragen erstellen. Ja, das kann ich jetzt hier mal tun. Dann mache ich Test Umfrage 1. Kann hier sagen, wie geht es euch? Ja, machen wir ganz schnell. Gut. Und sehr gut als zwei Aufmöglichkeiten. Klicke auf Speichern.
So, und kann jetzt in Zoom eben diese Umfrage starten. Und siehe da, jetzt taucht sie bei euch auf. Ja, und ihr könnt jetzt abstimmen. Siehst du, dem ersten geht sehr gut. Ja, sehr gut führt. Wunderbar, wir lassen es noch mal ein paar Sekündchen. Oh, ihr seid schnell. Wahnsinn, schon eine Wahlbeteiligung von 51%, von boah, schon über 60%. Das ist ja unglaublich. So, okay, wir haben jetzt 22 Sekunden laufen lassen. Wir haben eine Wahlbeteiligung von 70%. Und ich gebe die Resultate frei. Den meisten geht es tatsächlich sehr gut. Das freut mich. Wunderbar schnelles Tool, um mal eben im Meeting was abzufragen. Wollen wir Projekt A, Projekt B? Wollt ihr lieber das oder das? Geht super schnell, super einfach. Und die Ergebnisse werden auf der Zoom-Webseite noch kurz gespeichert. Zweite, jetzt springe ich hier nochmal wieder hin. Dann könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie gerade die WordCloud sich entwickelt. Wunderbar, es werden auch immer mehr. Zweite interessante Funktion bei Zoom sind die sogenannten Breakout-Rooms. Ihr habt es häufiger, dass ihr vielleicht etwas mal in kleineren Gruppen besprechen wollt. Dafür muss man nicht einzelne Zoom-Meetings erstellen, sondern man kann einzelne Räume, Unterräume machen. Also der Host sieht dann auch, Moment, ich mache jetzt mal ganz kurz, ich teile mal einmal meinen ganzen Bildschirm. Dann müsst ihr dann nämlich auch mein Zoom-Fenster gleich mit sehen können. So, ja, machen wir mal Vollbild. Jetzt seht ihr oben auch mein Zoom-Fenster. Und wenn man als Host ist, hier unten ist jetzt gelandet, gibt es diesen Knopf Breakout Sessions als Host selbst. Und den könnt ihr klicken. So, jetzt schlägt er vor, wie viele Räume. Wir machen jetzt mal nur tatsächlich nur ganz kurz zwei Räume. Ich mache es auch nur 20 Sekunden. Dann machen wir drei Räume. Nur 20 Sekunden, einfach, dass ihr es mal kurz gesehen habt. Danach geht es wieder zurück. Ich kann entweder automatisch zuteilen, das ist ein Zufallsalgorithmus, oder ich kann die Leute manuell zuteilen. Das ist hier jetzt ein bisschen aufwendig, deswegen machen wir mal automatisch. So, jetzt hat er die schon mal zugeordnet zu den Breakout-Sessions. Ich könnte jetzt noch Leute umherschieben zu meiner Session 1, meiner Session 2, Session 3. Und so, jetzt machen wir noch den Countdown weg, sonst dauert es am Ende zu lange, bis es vorbei ist. Und jetzt nicht erschrecken, ich beginne jetzt einmal die Sessions, dann seht ihr mal kurz, wie sich das anfühlt. Nach 15 Sekunden hole ich euch wieder zurück in den Hauptraum. Und in diesen 15 Sekunden könnt ihr jetzt innerhalb eurer Gruppe besprechen, was auch immer ihr wollt. Und dann hole ich euch wieder zurück ins Hauptmeeting. In welcher Gruppe bin ich? Ist hier jemand? Ja. Hier ist jemand. Hallo. So, jetzt na, bin super. Ich zum Beispiel. Hallo Dietmann, wir sind in einer Gruppe. Schau mal einer an. Ha! Das ist ja Zufall. Hast du dein Mikro an? Ich habe mein Mikro so an. Ah ja, unsere Governance. Ja, wie schön. Ja, ist das nicht schön? Ja. Große Ehre, großartig, in dieser Gruppe zu sein. Super. Aber das macht... So, ich muss schon wieder unterbrechen. Wir sind hier auf Startzeit. Wir sind schon wieder alle im Hauptmeeting. Wahnsinn, das geht so rasend schnell. Sorry, Maja, auch da musste ich dir jetzt ganz kurz... Nein, das ist alles gut. über den Mund fahren, ja? Um tatsächlich Projektarbeit zu machen... Ganz, ganz hervorragend geeignet. Dann ist jetzt häufig die Frage, okay, jetzt hat man diese Gruppen, aber wie arbeitet man einfach zusammen? Wie könnte ich zum Beispiel, habe ich ja sonst, wenn ich im Meetingraum bin, habe ich irgendwo Post-its, die ich an der Wand machen kann. Ja, auch so etwas gibt es in diesem Internet und zwar interaktiv. Das nennt sich dann beispielsweise Palette. Ja, da gibt es so eine Seite und da habe ich mal für den RC Bröckede ein schwarzes Brett erstellt. Da sind jetzt auch viele Beispielsachen drauf, weil ich war jetzt nicht so kreativ, so ein ganzes schwarzes Brett zu machen. Aber diesen Link, ja, wer diesen Link hat, und ich stelle den tatsächlich einmal ganz kurz in den Chat, und ich sehe gerade, es kam die Frage nach der Aufzeichnung der Breakout-Sessions. Naja, die Aufzeichnung ist da, wo der Host ist. Das ist fies. Also dann müsste man in jedem einen Host machen, und dann könnte man dort, kann jeder Host dann seine Breakout-Session aufzeichnen, aber nur lokal.
So, also hier schwarzes Brett RC Bröckede. Ich habe den Link im Chat gepostet. Wenn ihr diesen öffnet, könnt ihr selber, indem ihr einfach zum Beispiel irgendwo einen Doppelklick hin macht, könnt ihr sagen, irgendetwas anbieten, sagt ab morgen, keine Ahnung, besucht alle meine neue Webseite, was auch immer. Ihr könnt dort Texte reinschreiben, ihr könnt Bilder einbieten, Links, ja, ich sage immer, Mittwochs 20.15 Uhr, ganz wichtig, machen wir hier einen Link zu www.rotary1850-live.de. Ja, siehst du, tippen kann ich auch nicht sonderlich gut an diesem Mittwochabend. Aber dann können wir hier, könnt ihr dort interaktiv alle eure Clubmieder an diesem schwarzen Brett Zettel runternehmen, umsortieren, neue Zettel dranpinnen, wie auch immer. Auch natürlich in so einer Breakout-Session einfach live zusammenarbeiten. Oder eine andere Idee, die ich zumindest hatte, was ganz cool wäre, man könnte Padlet dafür nutzen. Man kann zum Beispiel eine Welt einbieten, binden. Ja, hier, auch davon poste ich mal ganz kurz den Link im Chat. Ist auch in diesem PDF hinterher dann zu sehen. Dann können sich das noch einmal gucken. Ah, ich sehe gerade, ich habe den anderen Link vermutlich irgendjemandem persönlich geschickt. Jetzt, genau, jetzt ist auf jeden Fall der Link an alle. So, ich zoome mal ein bisschen raus hier aus der Karte, dann kann man sehen, zum Beispiel, wenn ihr ein Brainstorming machen wollt, was für Projektideen ihr eigentlich auf der Welt macht, könnt ihr mit Padlet so eine schöne Weltkarte erstellen und dann kann jeder sagen, okay, hier wollen wir, jetzt haben wir irgendwie ein Projekt erstellen, jetzt sind hier die Fenster drüber, klicke ich auf das Plus, suche das zum Beispiel, ich möchte ein Projekt in Papenburg machen, in Deutschland, so, und sage, hier könnte man auf jeden Fall Weihnachtsmarkt besuchen, ja, Weihnachtsmarkt unterstützen. Ich weiß, es wird in diesem Jahr ganz schwierig, aber so setze ich hin. Und da kann jeder im Club, kann im Prinzip so seine Projektideen auf der Welt irgendwo platzieren. Und man hat einen schönen Überblick, was für Ideen man eigentlich hatte. Und ansonsten ist Padlet im Grunde nichts anderes als einfach ein online schwarzes Brett im Prinzip oder solche Boards, mit dem man gemeinsam zusammenarbeiten kann. Man kann einstellen, ob Leute nur sehen können, ob sie bearbeiten wollen. Das geht jetzt alles viel zu sehr ins Detail. Das möchte ich gar nicht machen. So ein Tipp hier oben ist so ein Zahnradsymbol. Da kann man dann alles Mögliche einstellen. Auch Padlet ist im Grunde umsonst. Ich glaube, man kann 5 von diesen Pads in der Gratis-Version machen. Wenn man mehr von diesen Pads anlegen möchte, dann ist auch für Padlet ein kleiner Obolus fällig. Dann ist eine weitere Frage, vielleicht mal nach Vorträgen, um die Aufmerksamkeit zu steigern. Vielleicht wollt ihr in eurem Club oder in so einem Meeting ein kleines Quiz machen. Wow, dafür gibt es auch etwas im Internet. Und das nennt sich Kahoot. So, und das Ganze spielen wir jetzt mal. Ich hoste das mal schnell. So. Und wir spielen mal nach. In der Gratis-Version können 10 Leute gleichzeitig teilnehmen. So, oh, jetzt muss man die Musik hier ausmachen. So. Also, wer jetzt mitmachen will, wir können 10 Spieler können jetzt mitmachen und ihr könnt gleich live sehen, wer dabei seid. Ihr geht mit eurem Handy auf kahoot.it. Ganz wichtig, Kahoot, K-A-H-O-O-T.it. Geht da drauf. Und dann werdet ihr nach einer Game-Pin gefragt. Die lautet dann 366144. Danach werdet ihr... Genau, nach einem Namen gefragt. Da tippt ihr kurz einen Namen ein. Sabine ist dabei. Die sitzt übrigens neben mir. Gibt ihr Mühe. Philipp ist auch dabei. Hervorragend. Komm, die 10 Spieler kriegen wir voll. Machen wir gleich richtig spannendes Quiz. Alle anderen können natürlich gleich selber mitquizzen. Die Fragen sind gleich hier auf dem Bildschirm zu sehen. Und die jetzt es schaffen, unter die ersten 10 zu kommen, können dann quasi die Antworten auf ihrem Handy dann gleich eintickern. Und ich habe, 10 Spieler sind voll. Okay, wir starten los. Ich starte das Ganze. Gucken wir mal ganz kurz, Online-Seminar-Quiz und es geht los. Es geht übrigens auch auf Zeit. Welches ist kein Schwerpunktbereich der Arbeit von Rotary? So, Umweltschutz, Wasser und Hygiene, Gesundheit für Mutter und Kind, Steigerung der Clubvermögen. So, jetzt schnell antworten, indem ihr auf euren Punkt klickt und nach ein paar Sekunden geht es weiter. Wie gesagt, machen 5 schnelle Fragen. Alle richtig beantwortet. Und Franz tatsächlich war der Schnellste bis jetzt. Franz führt.
also die anderen, Mühe geben. Die USA hat die meisten Rotarier. Welches Land hat die zweitmeisten? Deutschland, China, Brasilien oder Indien? Auch hier wieder 20 Sekunden Zeit. Wunderbar, haben schon drin. Ja, wer könnte da sein? Deutschland, China, Brasilien, Indien. Wunderbar, es war Indien tatsächlich. Haben immerhin 7 gewusst. Und Franz führt nach wie vor, dicht gefolgt von Robert. Ja, wir machen mal weiter. Jetzt nur, wahr oder falsch? Rotary International wurde im Jahr 1905 gegründet. True or false? Hm. Holger hat es heute übrigens in seinem Vortrag nicht erwähnt. Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass er das Jahr, die Jahreszahl irgendwann mal erwähnt, oder nicht. Zumindest war es mir nicht aufgefallen. Es war 1905. Auch mal gucken. Jo, Franz konnte, dicht gefolgt von Robert. Das wird ganz eng auf dem Treppchen. Schauen wir mal, wie gesagt, es geht auch um Geschwindigkeit. So, von welchem Rotary Club ist unser aktueller AI-Präsident? Ha. RC Herzogtum Lauenburg-Mölln, RC Evanston, Rotary Club auf D1850 oder vom RC Bröckede? Ah ja, okay, haben alle geantwortet. Immerhin. 10 richtig. Ah, jetzt hat Robert Franz überholt. So, und wir kommen nun zur alles entscheidenden letzten Frage. Wahr oder falsch? Das erste Rotary-Meeting weltweit hat in New York stattgefunden. Wahr oder falsch? Wahr oder falsch? Es ist falsch. War übrigens in Chicago. So, und damit haben wir unser Podium erreicht in unserem Meeting. Sie auf Platz 3, Robert auf Platz 2 und unser Sieger auf Platz 1. Ich gratuliere Franz. Ja. Hervorragend. Ja, und da unten dicht gefolgt von anderen. Ja, das war mal ganz schnell Kahoot für so schnelle Quizzes. Die Gratis-Version auch hier ist in der Anzahl der Teilnehmer einfach begrenzt und ich glaube auch an der Anzahl an Quiz, die man gleichzeitig starten kann. Danach sind ein paar einzelne Euronen fällig. Darf ich so, ganz kurz? Darfst du. Weil ich habe das oft in der Klasse gemacht natürlich und ich konnte immer mit 30 kostenlos rein. Also das war kein Problem. Super, dann hast du wahrscheinlich jetzt eine Education-Version. Man kann verschiedene Sachen einwählen, ob man Education oder Personal Uses oder was auch immer. Immer ich Education. Hatte jetzt eine Personal-Lizenz. Ich vermute mal, unter Education kann man dann das. Immer Education machen, genau. Immer Education machen, super. Hier vorne Hinweis, ich füge das in meine Folien noch ein, die ich hinterher verschicke, als Tipp. Das ist doch super, danke Maya. Jo, und dann gehen wir tatsächlich nochmal ganz kurz auf das letzte Tool. Und dann habe ich die Zeit tatsächlich auch fast geschafft. Und zwar, das Ganze nennt sich Agile Coffee. Das sieht so ein bisschen jetzt nicht so ganz nicht so ganz fancy aus wie vielleicht die anderen Tools, ist aber super effektiv. Denn mit diesem Link, den ich jetzt mal wieder in den Chat poste und versuche an alle zu schicken. So. Da können wieder alle rein. Dort kann man diese Boards ganz schnell erkennen. Man kann auch problemlos neue Spalten hinzufügen oder das auch lassen. Und wir haben bei uns im Club verwendet am Ende des letzten Jahres, um mal so im Club zusammen live in einem Meeting in 3 Spalten zu sagen, womit müssen wir eigentlich aufhören, was müssen wir weitermachen und womit wollen wir im nächsten Jahr anfangen. Also Stop, Continue und Start. So haben wir die 3 Spalten genannt. Und jeder, der jetzt diesen Link hat, kann dort selber Sachen hinzufügen. Und zwar, es ist nicht so ganz einfach, wenn man es erste Mal macht. Man klickt immer zuerst auf dieses Plus bei der ganz linken Spalte und dann macht man hier, ich sag mal, neues Item. Mir fällt tatsächlich gerade nichts Neues ein. Macht dann und wenn man es fertig hat, kann man es zu Start und Continue rüberschicken. Ja, man kann die Sachen auch voten und so haben wir im Prinzip eine Retrospektive von unserem Clubjahr gemacht und damit entschieden, okay, was machen wir im nächsten Jahr eigentlich nicht mehr, womit machen wir unbedingt weiter und womit wollen wir vielleicht im nächsten Jahr anfangen. Also hier spielt, ich lasse den Link, das bleibt offen, spielt damit einfach ein bisschen. Das ist natürlich auch was ganz Tolles für die Clubs, um einfach ihren strategischen Plan, ihren Aktionsplan für die nächsten 5 Jahre. Hier hat man natürlich alles, was man macht, kann man einfach sortieren und ich denke, dann macht es auch richtig Spaß, weil auch jeder beteiligt sein kann.
Genau, und jeder hat dann auch noch 6 Punkte, die kann er hier verteilen und damit kann man dann nächstes Mal hier noch diese kleine Daumen hochgeben und dann das also hinterher gewichten. Und dann weiß man zum Beispiel von den ganzen Sachen, mit denen man anfangen möchte, weiß man auch gleich, welches wäre das Erste, mit dem man anfangen sollte. Und zwar das, was die meisten Stimmen bekommen hat. Ähnlich wie wir es vorher mit den Fragen Volker Knaack gemacht haben. So, hui. Nun ist es halb. Nun springe ich aber noch einmal zu Mentimeter zurück. Tatsächlich erinnert euch, das war das Ganze am Anfang. Die Word Cloud ist inzwischen gewachsen. Wunderbar. Davon machen wir auf jeden Fall einen Screenshot und schicken den an Holger. Da wird er sich sehr freuen. Und nun zum Letzten, und so ist das immer bei so einem Online-Seminar, interessiert mich selbstverständlich noch, wie hat es euch eigentlich gefallen? Und dazu machen wir eine ganz kleine Feedback-Runde. Auch das kann Mentimeter, wo ich euch einfach bitte, wieder auf menti.com mit dem Code 961759 das zu bewerten. Und zwar jemals mit den Punkten von 1 für ganz und gar nicht, stimme ich zu, bis 5 auf jeden Fall. So, und damit mit dieser Bewertung, die könnt ihr nur einfach tun. Ihr seht live, wie sich das Ganze bewegt, gebe ich dann für heute jetzt schon wieder zurück an Frank und an Maja. Und bei Fragen in den Unterlagen, die wir verschicken, ist mein Name und meine E-Mail-Adresse drin. Ihr findet mich sonst auch im Verzeichnis jederzeit. Mir hat es Spaß gemacht. Frank, zurück zu dir. Oder Maja. Also von mir aus, ich lade alle ein zum nächsten Vlog. Der wird am zweiten Mittwoch im August sein. Und da wird es ganz spannend. Also da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Das sage ich nur. Das Monatsthema ist im nächsten Monat Mitgliedschaftsentwicklung und Mitgliederengagement. Und ich denke, das ist auch wieder für alle ganz spannend. Wir haben Dirk Bode, der das in unserem Distrikt auch verwaltet und der das auch leitet. Und wir haben dazu eingeladen 2 jüngere RI-Assistant-Koordinatoren, die eigens für Mitgliedschaftsentwicklung auch ausgebildet wurden. Also ich hoffe, dann sind wieder ganz viele dabei beim Vlog und dann beim nächsten Online-Seminar. Wie lockt man sich denn in den Vlog ein? Das geht genauso. Das ist immer das Gleiche wie heute auch. Also. Ja? Danke. Man kann übrigens, das Video kann man sich auch nachher angucken. Das ist einfach auf dem YouTube-Kanal von 1850 zu sehen. Allerdings die Diskussion, die wir dabei hatten, oder das Interaktive, das ist dann nur im Vlog möglich. Termine stehen alle da, ja. Ich hatte tatsächlich von einer Frage, meine Frau sagt mir gerade Bescheid, die möchte kurz beantworten, wo die Rotary-Hintergründe herkommen. Die gibt es im Brand Center auf myrotary.org, also my.rotary.org. Dort einloggen mit eurem Rotary-Login und dann klickt ihr auf Brand Center und dabei Images oder Bilder, je nachdem, auf welcher Sprache ihr das nutzt, sind inzwischen auch Zoom-Backgrounds tatsächlich als solche vorhanden und können dort runtergeladen werden. Vielleicht schreibst du das auch noch eben dazu, Christian, zu dem. Ja. Das mache ich. Sehr gerne. Ich denke, ich weiß nicht, ob Frank jetzt noch da ist. Ansonsten, weil er hatte noch eine andere Verabredung. Ansonsten wünsche ich allen eine schöne Fortsetzung des heutigen Abends. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass so viele dabei waren und hoffe, euch auch im nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss, ich bin jetzt auch. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Jo. Tschüss. Hallo dir. Tschüss. 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 Tschüss.